schönen Morgen aus Spielberg in Österreich, Leute. Wir sind hier am Red Bull Ring und hier habe ich gestern noch die Bestzeit gesetzt in meiner Klasse mit einer 1:42,7 im freien Training. Jetzt ist aber gleich das Qualifying und das erste Rennen. Und da werden wir sehen, was die Zeiten wert sind. Weil ich den Vlog gestern noch nicht gesehen habe, checkt ihn auf jeden Fall ab. Wer ihn gesehen hat, weiß auch, ich hatte einen kleinen Reifenvorteil. Gleich bekommen wir aber alle neue Reifen. Das heißt, dann wissen wir erst, was meine Zeit jetzt sein wert ist. Was glaubst du? Ich glaube, das packst du nochmal. Vielleicht toppen wir es sogar. Also wenn ich zumindest die Zeit nochmal fahren kann, das wäre allein schon mega geil. Und dann mal gucken, was die anderen eben fahren können. Aber ja, Leute, nicht mal das Schnacken fahren, bin ich jetzt genau da unten bei den orangen Trucks. Wir haben einen Novo. Wunderschönen guten Morgen. Joel und ich haben uns gerade unsere Westen geholt, damit wir überall in den Service Lanes unterwegs sein können. Sehen gut aus, ne? Würde ich sagen. Wir erkunden jetzt erstmal die Strecke von ein paar coolen Perspektiven. Und wir finden das Auto gerade nicht, also müssen wir ein bisschen ausweichen. Ich denke, es wird aber Spaß machen. Oder es wird gefährlich. Get the shot. Ach du meine Güte. Okay. Also auch auf die Strecke. Wo schmal ist und da darf man einfach im Auto dann später fahren. Also wenn du selber fährst, oben raus ja. Und dann quasi auf dieser Außenseite entlang fährst, dann kommt man auf den Stier. Okay, perfekt. Alles klar. Na dann. Ja, so sieht das aus in den Service Lanes, Leute. So, Fahrerbesprechung, alles schön, Leute. Jetzt geht's rauf zum einzigen freien Training für heute. Wir haben alle komplett frische Reifen bekommen. Die müssen jetzt fürs Wochenende halten. Aber das heißt auch absolute Chancengleichheit. Dennis und David sind schon raus. Also, ich fahr jetzt auch raus. Alter Schwede. Boah, mega geil. Der Joel zeigt uns gerade, der fotografiert hier alles, aber letztes Jahr so ein, das ist das Jahrbuch. So, und das Foto hat er gemacht, das finde ich richtig gut zum Beispiel. Aber ansonsten hier alle Fotos eben hier drin, auch bei Regen sind richtig geil aus, oder hier sowas. Hat er alles gemacht, sehr talentiert. Und er zeigt uns hier die besten Ecken und so weiter, wo wir eben filmen können. Ja. Ich finde die Fotografen im Westen stehen hier richtig gut, Leute. Damit darf Philipp überall hier hin. Und, gut, ne? Aber was ich mich gerade nur frage, wo sind alle hin? Alle sind gerade im zweiten freien Training, außer ich, weil ich spare Reifen. Aber war das die richtige Entscheidung? Weil alle sind draußen, weil nur ich stehe hier. Da kommen die beiden Top-Leute zurück. Nichts Gutes dabei gewesen? Ich hab nur probiert, wie ich es an für Reifendruck. Und das war's. Hier rum. Also ganz hart vor Reifen sparen. Ich hab nur probiert. Also Michael Cesar hat noch keine weitere schnelle Zeit gefahren. Aber der David, der wird. Ich hab eigentlich genug geöffnet, aber. Ja. Zumindest kein Bremsplatz. Ja, das ist schon viel wert. Na, wer hat so blau angemalt? Du nicht, ne? Ja, doch. Doch, du? Was? Ja, ich war ein bisschen die Mauer geküsst. Das ist Mauer geküsst? Ohoho! Auch wenn der Freiburg ausmacht, Fehler. Das ist ungewohnt hier. Das Schweizer Ober. Das war der einzige, den ich hier mit gestartet habe in der ganzen Saison. Also sowohl mich als auch Felix, da, ich sag dir eins. Das so. Ist heute dein Tag. Du wirst ja, heute den Pakal den Druck noch höher. Jetzt erstmal Zeiten schicken. Das ist natürlich die beste Auflösung hier. Also drei Leute sind jetzt ungefähr eine Zeit gefahren wie ich. Aber immerhin bist du auf jeden Fall in den sehr guten Zeiten. Ja, also Top 3 nicht noch. Also sagen wir es so, sagen wir Top 5 ist machbar. Damit wäre ich absolut zufrieden. Ja, das kriegen wir hin. Gut. Jetzt erstmal Mittagspause. Ja, chill, Digga. Gar keinen Druck nehmen. Auf gar keinen Fall. Und dann geht's ab ins Auto, Leute. Zum Qualifying. Gleich geht's los. Kurz davor nochmal Fahrerbesprechung hier oben. Ich hab die Results hier auf dem Handy. Drei Leute sind nochmal im zweiten Training schneller gefahren. Einer ist im Kiesbett gelandet davon. Aber wie war's bei dir? Bist du auf jeden Fall viel schneller als gestern gewesen mit den neuen Reifen? 1:44,025, glaube ich, war es am Ende. Auch sehr respektabel. Top 10 ist damit, glaube ich, drin. Ja. Q2 ist das Ziel. Weil es gibt Q1 und Q2, Leute. Q1 ist, die nur alle fahren und die besten 10 dürfen bis Q2 kommen und da fahren sie nochmal die Position daneben aus. Die 3 Cars have been scrutinized. Dann hören wir uns gerne. Ja gut, anziehen sollte man sich schon noch, ne?
nicht gut. Ich stand die ganze Zeit quer, kann man im Hintergrund sehen. Ich habe verschaltet, oh Gott, ich war unkonzentriert. Wer Platz ist geworden? Zehnter. Zehnter im Zweiten. Aber wenigstens bist du in der Top 10, Digga. Du weißt doch, wie es letztes Mal gewesen ist. Du warst auf dem 16, dass ich heute vorher arbeite. Ja, aber das ist trotzdem scheiße. Ah! Weißt du, hätte ich mich nicht angestrengt, wäre es okay gewesen, aber ich habe gekämpft. Alles bei Überraschung, der Österreicher. David ist auch fokussiert. Der hört mit geschlossenen Augen Musik, Leute. In 10 Minuten der Start auf in den Grid. Ja. Go, go! Alles klar, ich würde sagen, viel Erfolg. Das wird jetzt was, ne? Danke. Auf geht's. Leute, das Rennen geht los. Und Dre und ich haben uns entschieden, doch ein anderes Fahrzeug diesmal zu nehmen, wenn es zum Rennen losgeht. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt die geilste Cinematic Shot. Viel Spaß. Das Ziel kommen, ja. Und schauen, wo es geht. Viel Glück. Danke. Also, 10. Platz genau in der Mitte des ganzen Feldes hier. Da vorne geht es richtig eng zu. Top 7 sind alle innerhalb einer Sekunde. Dementsprechend mal schauen, wo die Reise hingeht. Top 10 soll das Ergebnis sein, dann bin ich glücklich. Und ja, ich glaube, ich zeige euch den Start einfach wieder aus meiner Perspektive kommentiert. Los geht's. Also, willkommen aus der Sprecherkabine. Es macht mir richtig Spaß, das hier nachzukommentieren. Cool, dass es euch auch gefällt. Das ist der Start in die Einführungsrunde. Das heißt, jetzt heißt es erstmal, hier ein bisschen die Reifen warm machen. Ich starte eben an 10. Position und direkt vor Mr. Michael Cesar. Auch die Bremsen müssen aber warm gemacht werden. Also hier mal kurz das auch nochmal machen. Hier vorne kurz wird gebremst, liegt ein bisschen Kies auf der Strecke und rechts seht ihr das Gridschild. Ab hier bitte alle in Reihenfolge bleiben, denn gleich gibt es den fliegenden Start und zu dem schneiden wir jetzt mal direkt hin. Also hinter Michael Cesar, es geht schön schnell bis zu 200 km/h auf die erste Kurve zu. Ich täusche noch leicht an rechts, aber ne, in der ersten Kurve, das ist mir ein bisschen zu heikel. Da bleibe ich lieber erstmal hinter ihn, aber suche mir eine gute Position, um den Österreicher gleich zu überholen. Also aus dem dritten Gang jetzt schön schnell in den vierten Gang hochschalten. Perfekter Schaltzeitpunkt eigentlich. Wir sind direkt nebeneinander. Er hat einen leichten Windschatten gerade von seinem Vordermann und bei mir ist eher so verwirbelte Luft. Und das macht den Mini-Unterschied. Ihr seht, er kann leicht vor mir bleiben. Aber wir rasen gemeinsam auf die zweite Kurve zu bei 180 km/h. Bremsen runter. Ich ein bisschen später als er. Direkt vor uns verbremst sich Dennis. Das ist der Bruder von Sturmwaffel. Der muss weit raus und wir kommen deswegen beide vorbei. Aber ich bin vor Michael Cesar geblieben, damit jetzt schon auf der 8. Position. Er bleibt aber direkt neben mir. Wir beschleunigen beide raus und jetzt ist es echt knapp neben uns. Ich muss die ganze Zeit so rüberschauen, wird er versuchen hier in dieser Kurve neben uns zu kommen. Bei 190 bremsen wir runter auf die 3. Kurve. Er ist direkt innen, aber ich mache die Tür zu und er kommt nicht vorbei, zieht nochmal ein bisschen zurück und damit kann ich jetzt hier erstmal in 8. Position weitermachen. Aber vor uns ganz langsam ist hier gerade die Nummer 91 und das ist Michael Amros aus Serbien und da kann ich fast an ihm vorbei, aber er kann es gerade so noch vor mir behaupten, da bleibe ich jetzt neben ihm, aber in dieser Kurve kann man so eigentlich nicht so gut überholen, deswegen lasse ich ihn nochmal hier ein bisschen ziehen, bleibe aber in seinem Windschatten und kann wieder raus beschleunigen. Jetzt hier im genau richtigen Moment hochschalten vom 4. in den 5. im Windschatten bleiben und jetzt hat er geschaltet und deswegen komme ich ganz nah an ihn ran, kann rechts vorbeiziehen, hier wird es auch schwer zu überholen, echt bei Highspeed, aber ich bremse einfach sehr spät und zwinge ihn so fast dazu, mich vorbeizulassen. Und damit bin ich vorne. Es geht auf die letzte Kurve und das war eine ereignisreiche erste Runde. Jetzt ist es schon ein paar Runden später, bis ich wieder jemanden sehe. Aber an dem gehe ich auch direkt vorbei, Leute. Das ist, oder auch nicht. Nein, da kommt er doch mal. Da bist du einfach über die Track Limits rübergefahren. Aber irgendwie wurde das, glaube ich, nicht geahndet. Da ist er erstmal weitergefahren. Das ist der Al-Ali Nasser. Und aus Kuwait. Also richtig international hier alles unterwegs. Und der kann es da auf jeden Fall gerade schon fast am nächsten vorbeiziehen. Ich denke, oh, können drei Autos in die Kurve? Na, eigentlich nicht. Deswegen bleibe ich wieder hinter ihm. Aber hat sich davor schon bewährt, Leute. Im Windschatten bleiben. Jetzt schön rausbeschleunigen. Ich bin genau hinter Al-Nasser. Aber jetzt auf einmal verschaltet er sich. Und deswegen bin ich direkt hinten dran. Und Michael Cesar kann vorbei. Ich reg mich zu Recht auf. Das war wirklich blöd für mich. Aber gut, das passiert, Leute. Jetzt ist erstmal ein paar Cinematics.
cool, auf jeden Fall, was Philipp da alles gefilmt hat. Aber Leute, wir schalten aber zurück zu mir in die Sprecherkabine. Wir gehen nämlich jetzt endlich vorbei an der 85, an Al-Ali Nasser. Und jetzt macht mir so Spaß, das zu kommentieren. Und es ist halt, man kriegt wirklich ein bisschen das Gefühl dafür, was im Rennen passiert. Wenn ihr wollt, lade ich auch mal ein komplett kommentiertes Rennen auf den Game-Kanal. Schreibt es in die Kommentare. Und jetzt die Nummer 93, das ist der Christoph Nimmerrichter aus Österreich. Den bremse ich jetzt hier aus, auf Start und Ziel und kann an ihm auch vorbeigehen. Und damit sind wir jetzt in diesem Moment sogar schon an der, ich glaube, 6. oder 5. Position müsste es eigentlich schon sein. Jetzt aber zurück auf die 6. Position, der Nimmerrichter hat sich hier vorbeigequetscht. Ich habe ihm da ein bisschen Platz gelassen. Und so ist das. Jetzt hier vorne sind mehrere Überrundungen. Ich glaube, 2 Stück direkt und wir müssen uns da alle mit 5 Autos da gleichzeitig irgendwie vorbeiquetschen, schaffen es aber und ich bleibe an Nimmerrichter dran, der mittlerweile wieder vor mir ist, also 6. Position für mich gerade und ich bleibe direkt hinten an ihm dran, 5. Gang, aber ich schaffe es gerade erstmal nicht an ihm vorbeizukommen, ich bin aber in seinem Windschatten, komme immer näher, täusche nochmal ein bisschen nach rechts an, bremse später, aber er bremst auch später, deswegen ist da für mich in dem Moment nichts zu machen, ich bin ganz nah dran, berühre ihn sogar fast. Und jetzt Gas geben, jetzt dranbleiben, um die Chance in der nächsten Kurve vielleicht zu nutzen. Aber es sieht nicht ganz danach aus, denn er hat hier einen gewissen Vorsprung für sich rausgefahren. Aber einfach konzentriert dranbleiben. Jetzt im richtigen Moment bremsen. Und das tue ich eigentlich auch, aber ich komme ziemlich nah. Er hat früh gebremst und dann kommt es zum Kontakt. Und da dreht sich Christoph Nimmerrichter weg. Ah, das hat sich so, so schlecht angefühlt in dem Moment. Für mich selbst. Wir haben es im Nachhinein nochmal auf den Aufnahmen gecheckt, Leute. Es war wohl nicht meine Schuld. Kurz danach kam Safety Car für eine andere Kollision. Ungefähr ähnlich, aber vielleicht sogar. Da habt ihr es gesehen, dass einer im Kiesbett. Deswegen wurde das Rennen dann auch unter dem Safety Car beendet. Und an 5. Position habe ich mein 3. Rennen der Saison beendet. Sehr zufrieden, aber das mit dem Nimmerrichter. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob ich schuld war oder nicht. Das hat sich dann schon schlecht angefühlt. Aber wir haben im Nachhinein nochmal die Onboards gecheckt und er hat wohl etwas zu früh gebremst und ich normal, wie sonst auch immer. Wäre natürlich schön dafür gewesen, wenn es nicht passiert wäre, aber sowas vermutet man eben unter Rennunfall. Boah, Leute, jetzt erstmal durchatmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, falls ihr mehr von solchen Kommentaren sehen wollt, vielleicht sogar das ganze Rennen, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr Bock drauf habt, dann leite das vielleicht mal hoch. 30 Minuten kommentiertes Rennen eben auf dem Gaming-Kanal. Aber jetzt erstmal aus dem Auto aussteigen und Schaden begutachten, denn mein Lenkrad war auch nicht mehr ganz gerade nach diesem Crash. Ich bin bei der 3. Kurve, also die 180, ja. Bin ich innen gewesen und er war ein bisschen vorne und ich habe zu optimistisch reingebremst und habe ihn dann innen berührt. Ich wurde halt genauso vorher überholt von, ich weiß nicht, sogar gegen genau ihm, da war ich außen und habe richtig schön viel Platz gelassen. Man dachte ich, nee. Aber ja, rein Arm ist mir unbedingt, ist schwer zu sagen. Aber okay. Geiler Fan. Danke erstmal an alle, dass ihr alle hier wart. Ziemlich cool zu sehen von der Strecke aus. Also Grammstunde war auf jeden Fall richtig cool. Vielen Dank an euch, dass ihr euch dann gehalten habt, was ihr eben gesagt habt, dass wir uns eben hier vorne treffen. So können wir das morgen auch wieder machen. War sehr entspannt und vielen Dank für euren Support auf jeden Fall an alle, die eben hier an der Strecke waren. Es war mega eben zu sehen, teilweise sogar so Transparente gebaut. Ja, da so an den Tribünen vorbeizufahren und zu sehen, dass eben ihr da seid und mich unterstützt. War einfach richtig geil. Jetzt aber kurz, mein Auto wird eben hier repariert. Ein bisschen was ist kaputt. Vom Querlenker, das Teil hier war verbogen, ne? Ja. Ist das richtig? Genau. Das wird Spurstange jetzt, ist das. Die Spurstange. Ja. Deswegen hast du schief gelenkt. Deswegen war schief, aber ich bin noch gut gefahren mit schiefem Lenker. Ja? Also, bis Zeit waren es nicht mehr, aber war noch in Ordnung auf jeden Fall. Das muss jetzt getauscht werden. Dann haben wir hier hinten nochmal das Rad meines Gegenübers gesehen. Ja, das ist hier einmal hier so der Abdruck. Da war das Rad dann noch schön dran, hat auch schön gerumst. Aber ja, das gehört eben zum Rennsport dazu. Da sollte eigentlich ein Gewinde drin sein. Und das ist weg? Ja, ist der Wind gewesen, glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch. Also ich bin auf seiner Seite, muss ich sagen. Das muss rausfallen sein. Ach hier, so sieht das aus. So wird es gezählt. Bonnet vorne, unten war ausgerissen. Ja. Wir haben das jetzt wieder reingeklebt. Achtung. Und jetzt passt's. Jetzt muss ich es trocknen und dann fahren wir mal. Begleitet mich das jetzt so die ganze Saison? Nee. Machen wir schon mal schöner. Aber für ein Rennen werde ich auf jeden Fall nochmal dran erinnern, dass ich nochmal passiert. Ja, was ist denn los hier? Bitte mal hier. Dahin. Michael ist nicht gut gelaunt, aber hier ist die Ergebnisliste. Also offiziell ist es jetzt, Leute, 5. Platz ist es geworden. Der Michael Tisar ist ja noch ein bisschen rausgekommen, 8. am Ende. Wie ich hier sehe, hatte ich sogar die drittbeste, schnellste Rundenzeit von allen. Also mega, Leute. Besser kann es kaum laufen und morgen gibt es ja noch ein Rennen. Also auf jeden Fall das mit Abstand beste, spannendste Rennen, was ich hier gefahren bin. Und auch die Zuschauer, die eben hier vor Ort waren, haben gesagt, es war mega geil zum Anschauen. Und es freut mich voll. Ich konnte auch selbst den Kampf um die erste Position immer gut zuschauen, aus meiner Sicht. Und ja, es hat einfach so Laune gemacht. Die ganze Zeit Überholmanöver war ein mega geiles Rennen.
Zelte werden alle zugemacht für morgen. Gerade nochmal schnell den Laptop geholt. Wir müssen natürlich direkt weiter am letzten Block schneiden. Aber jetzt nochmal hier hoch. Red Bull Ring ist alles so richtig modern, richtig cool gemacht. Ist jetzt eben die Siegerehrung. Es sieht auch gut aus. Ja, werde ich mir gleich was gönnen. Hier vorne ist gleich die Siegerehrung. Das sind die, wie ich finde, richtig coolen Pokale. Wenn man sehen, vielleicht habe ich irgendwann nochmal ganz viel Glück und die Leistung perfekt zusammen. Vielleicht, Leute. Irgendwann ist auch mal sowas. Aber für den Moment, Platz 5, mega geil einfach. Hier ist eben die Stadtziergerade, geht zur ersten Kurve. Und wir essen jetzt erstmal was und schneiden. Wir haben gerade darüber gesprochen, wir drei, wie gut Erdbeeren sind. Und dann kommt Kati wieder und bringt mir Nachspeise mit. Es gab eigentlich keine Erdbeeren, sie hat die aus dem Obst rausgenommen, damit ich Erdbeeren meine Nachspeise habe. Perfekt, Leute. Jetzt hat das fertig gemacht, damit es online gehen kann. Das ist die Erdbeerheldin. Erdbeeren sind. Und dann bringt Kati sie mit, als hätte sie das alles gehört. Jetzt ist wieder Erdbeersaison, Leute. Oh, ich werde mir so viele Erdbeerbecher bestellen. Ja, das werde ich auch, das können wir zusammen machen. Wir machen eine Challenge, wer am meisten essen kann. Felix von der Laden. Das war's, Leute, für heute. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. Bis morgen zum zweiten Rennen. Ciao.